Ja, der Kältewiderstand, die Giftstärke reduziert, ist halt eine nette Sache. Nehm Spinnen. Spinnen groß. Mumifizierte kleine Scheiße. Alter! Alter! Boah, wie das gerade rein. Das liegt daran, dass ich keine gescheite Defensivausrüstung habe und zu wenig Lebenspunkte. Boah, war das gerade knapp. Ich hasse dieses elendige kleine Viehzeug. Die Klammerkugel könnte Geld bringen. Hatte der die große Axt versteckt? Aber das finde ich immer witzig, wenn man hier diese Mückenschwärme in Akt 2 in der Oase abfackelt. Und die lassen dann irgendwie Kettenpanzer fallen oder Brustpanzer. Zauber. Riesenzauber. Ja, muss aber was Gutes denn sein. Das war gerade so knapp, lieber mal ein Sicherheitsportal öffnen. Nett. Sieht das auch nicht durch? Ach, da ist eine Pfütze im Weg. Eine Rune. Schön. Na, drankommen. Ein Scheißer schnitzen schneller ein Loch in mich rein als sonst was. Ja, die arktischen Pelze sind halt. Das Böse ist in diesem See. Frodo, ich möchte es nicht aufschrecken. Ja, ich ertock. So. Da hinten geht's weiter. Immer auf der anderen Seite. Ah, da geht's dann gut. Ugh!
Eieieiei. Mensch, war das knapp. Ich brauche mal ein bisschen mehr Flammenresistenz. Aber warte mal, dich nehme ich mit. Bei dem Verbrauch, den ich hier habe. Ich muss mal bei dem Knie in der einen Ecke mal ein paar gute Heilzeuge kaufen. Ecke. Da hatte ich im Spinnendungeon so viel Glück. Und hier muss ich wieder die hinterste Ecke aussuchen. Ein Leck! Jetzt ein Doktor am Arsch. Ah, Gott, Sakra nochmal. Genau in dem Moment, wo ich auf den Hexendoktor stoß, da muss das Spiel natürlich ein Leck haben, der Surfer. Super. Dankeschön. Schön, euch zu sehen. Ja, ja, ich dich auch. So. Guten Abend. 6 zu maximal Schaden. Ja, doch, das ist okay, dann fliegt der Feuerschaden raus. 10.000, kann ich nicht beschweren. Katan Siegel. Life Leech ist immer nett. Life Leech ist nett. Was ist das Projekt damit? Da hinten ist halt die Kiste. Warte mal, ich habe meinen Dingsbums, meinen Sully vergessen. Auch dafür braucht man Geld. Sully wieder Belohnung. Seid gegrüßt. Jetzt, wo weniger Eisenwölfe gebraucht werden, um die Docks zu bewachen, haben sich einige freiwillig. Was braucht ihr? Ja, ich will aber meinen zurück. Dem habe ich immerhin dumm Eishaut draufgegeben. Da beneide ich natürlich dann immer die Zauber, hier die Hexen, weil die haben den Teleport-Zauber. Waren sie doch, oder? Doch, ich glaube schon. Die müssen hier nicht herumlaufen. Ein Vorteil im Diablo 2-Spielen ist natürlich nach einiger Zeit, immer mal wieder gibt es so Zeitschriften, gibt es so Denksportaufgabe, da soll man hier irgendwie so ein mit dem Stift so ein Labyrinth, ja, so einen Weg durch ein Labyrinth zeichnen. Und dank Diablo 2 kriege ich das immer easy hin. Ach du Scheiße, was denn mein Sully? Warum stehst du denn da, du Dummlack? Okay. Da festgefranst. Muss mal kurz eine Runde laufen, dass er zu mir teleportiert wird. Ist er wieder bei mir? Noch nicht. Jetzt ist er wieder bei mir. Da
Das ist schade um die 7%, aber das ist jetzt einfach mal mehr wert. Life Leech. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Toll. Es wurde nicht von mir gekillt, sondern von meinem Gefolgsmann. Das heißt, ja egal. Was für ein Glück. Kalims Gehirn kennt Mephistos Schwäche. Liegt es in den Horadrim? Ja, das haben wir schon verstanden. So, das heißt, was war für Kurast? Wir brauchen definitiv Town Portals. Ich bin an irgendwelchen vorbeigewuselt. Das heißt, ich muss den ganzen Bereich hier erst einmal in Ruhe absuchen, um diese Wegpunkte einzusacken. Ach, guck an. Treffer durch die Aura zählen nicht, nur was ich wirklich selbst mit dem Bogen mache. Also ich weiß nicht, ob ich sie wirklich überzeugt, tut mich das aber nicht. Der fliegt wieder raus. Da warte ich lieber auf einen gelben Ring, einen Rare, der auch Life Leech springt und noch ein bisschen was anderes. Mit dem Set kann ich ohnehin nichts anfangen. Also gut, wenn ich ein Standard-Paladin wäre, könnte ich schon was mit dem anfangen. Aber hier in dem Fall nicht, weil Katans Herrschaft ist, glaube ich, ein Zepter. Das ist ein sehr nettes Set für einen Standard-Paladin. Genau, ah, die Spinnenmonstergruft, das war die Standard. Also das normale Dungeon, das jetzt keine kein Quest Dungeon darstellt. Aber da jetzt extra reinwuseln, boah. Da sind wir Moor. Pfeile. Gerade gewesen. Ach, das ist einer von diesen Dämonenfroschviechern, gell? Hm.
Das könnte interessant sein. Nicht unbedingt für mich, aber für meinen Sohn. Ach, ein Schild ist da gefallen. Da oben vielleicht. Da oben rechts in der Ecke. Das sieht gut aus, hier die Ecke. Oh, Leck! Gewaltiger Leck! Da haben wir das Moor. Dann auf zum Schinderdschungel. Bam. 20. Ich will noch einen großen Moor. Ich freue mich ja immer, wenn man aus dem Dschungel rauskommt und nicht mehr gegen diesen kleinen Scheiß kämpfen muss. Der kurze Kampfbogen könnte interessant sein.
Guten Tag. Guten Tag. Sechs bis 13. Nicht wirklich. Der Blitzwiderstand wiegt das nicht unbedingt auf. Wie gesagt, eigentlich ist das aber so bin ich an meinen ersten makellosen Saphir gekommen. 10% erhöhter Schaden ist nicht so schlecht. Ich behalte Katan mal, falls wir noch einen anderen Teil von Katan finden, wie die Fratze, die droppt eigentlich relativ oft. Und in Kombination kann das interessant werden, weil die Mütze, die ich im Moment auf habe, ist eh Müll.